Seit 2015 ruft Wir Berlin mit einem jährlichen Plakatwettbewerb Berliner Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren auf, ihre Gedanken für die Zukunft unserer Stadt und unserer Umwelt mitzuteilen. Die Ausstellung Hashtag Kinder, Hashtag Umwelt, Hashtag Zukunft im Edge Grand Central zeigt über 100 ausgewählte Plakate der vergangenen Wettbewerbsjahre. Eröffnet wurde die Ausstellung am 30. November 2021 durch Beate Ernst, Initiatorin von Wir Berlin, und Anja Borchert von Edge und Nina Lerch, Sprecherin für Umwelt- und Klimaschutz. Insgesamt beteiligten sich 85 Schulen, 15 Kinderfreizeiteinrichtungen, Vereine und Kitas sowie 68 Privathaushalte aus Berlin am diesjährigen Plakatwettbewerb. 1.707 kunterbunte Einsendungen aus allen Berliner Bezirken erreichten die Initiatoren des Wettbewerbs. Wir Berlin existiert seit über 10 Jahren und kümmert sich schwerpunktmäßig um die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Und das beinhaltet natürlich im weiteren Sinne des Wortes auch Weiterbildung zu all den Fragen, die drumherum liegen. Was mich verwundert, also in meiner Welt damals habe ich ganz andere Bilder gemalt. Und jetzt sieht man doch, dass sich Kinder mehr beschäftigen mit unserer Umwelt. Das tun sie ganz bestimmt. Wir müssen allerdings dazu auch sagen, dieser Plakatwettbewerb läuft in der Regel über Schulen. Das heißt, wir haben die Mitarbeit der Lehrer und auch Sozialpädagogen an den Schulen natürlich. So, die meisten bereiten diesen Plakatwettbewerb im Unterricht oder auch am Nachmittag vor. Sie erzählen über die Themen, die behandelt werden, und bereiten die Kinder vor. Das heißt, dann setzen sich die Kinder natürlich auch anders damit auseinander. In Corona-Zeiten wiederum haben wir gesehen, auch wenn das dann nur in der Familie diskutiert wird, also der Rahmen kleiner wird, können die Kinder trotzdem schon sehr gut Umweltthemen heutzutage erfassen. Die Ausstellung Kinder, Umwelt und Zukunft. Wie wichtig ist es, dass es so eine Ausstellung gibt? Ja, da kann ich nur sagen, total wichtig, denn wir sind dazu da, die Erwachsenen, dass wir die Welt unserer Kinder schützen. Und was uns die Kinder zusammen haben, müssen wir ernst nehmen. Gerade im Bereich Klima- und Umweltschutz müssen die Appelle der Kinder, die hier so deutlich gezeichnet sind in der tollen neuen Ausstellung, ernst genommen werden. Und natürlich ist da auch die Politik an vorderster Front mit dabei. Wir können sagen, im neuen Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und den Linken hat das Klima Thema, der Klimaschutz, Umweltschutz, einen absoluten Vorrang. Es wird ressortübergreifend gedacht werden und wir werden sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen, um Berlin klimaneutral zu machen, zu schaffen. Und ja, das heißt jetzt erstmal dann direkt Ärmel hochkrempeln, denn wir können nicht mehr warten. Nachhaltigkeit steht im Edge Grand Central an erster Stelle. Wir freuen uns über die Kreativität und die Sorgfalt, mit denen die Kinder hier die Bilder gemalt haben. Aber wir sind natürlich auch sehr bewegt über die viele Zeit, die sie dazu investieren, diese Botschaft an uns zu senden. Wir stehen jetzt hier in einem nachhaltigen Gebäude und hier findet auch die Ausstellung statt. Das ist eines der nachhaltigsten Gebäude im Moment in Deutschland. Das nächste wird aus Holz gebaut. Noch mal ein Stück nachhaltiger, und beim übernächsten geben wir uns wieder noch mehr Mühe. Das heißt, wir stehen nicht still und wir hören die Kinder, wir hören ihre Hilferufe und wir freuen uns darüber, dass sie immer wieder so eindrücklich an uns appellieren, die Welt zu retten. Was erhoffen Sie sich für die Zukunft? Dass die Erwachsenen mehr zuhören, was die Kinder ihnen sagen. Und eigentlich erwarten die Kinder nicht nur, das ist schön und das hast du gut gemacht, sondern sie erwarten eigentlich praktisches Handeln, sodass diese Forderungen, die ja auch für uns Erwachsene von Bedeutung sind, endlich einmal in politisches Handeln übersetzt werden und nicht nur in Reden. Solange es die Corona-Maßnahmen zulassen, kann man sich die Ausstellung hier anschauen. Absolut. Dieser
dieser Raum oder dieses Gebäude ist ja zugänglich und wir hoffen einfach sehr, dass man auch mal in Familie hierher kommt und dass die Kinder dann auch ihren Familienmitgliedern erstens zeigen können, oh, hier hänge ich, und zweitens natürlich auch erklären können, was sie sich dabei vorgestellt haben. Der erste Platz des Plakatwettbewerbs 2021 ging an den 11-jährigen Chian von der Anne-Frank-Grundschule Berlin-Mitte. Du hast es selbst in der Hand, die Welt zu retten. Hashtag Kinder, Hashtag Umwelt, Hashtag Zukunft. Kinder zeigen ihre Welt von morgen. Ist noch zu sehen bis zum 15. Februar im Edge Grand Central Berlin.